Ja, Gauß in wenigen Schritten. Ich habe extra nur unterstrichen in wenigen Schritten, weil ihr kennt das sicherlich, falls ihr es in mehreren Schritten machen müsst, dass ihr komplette Seiten vollgeschrieben habt. Immer wieder, ich bin jetzt von drei Reihen ausgegangen mit drei Unbekannten, dass ihr dann zig Blätter voll habt. Und eigentlich ist es immer so, zumindest bei den Versionen, die ihr durchnehmt, zu 99,9%, dass wenn ihr drei Reihen, drei Unbekannte habt, und mit Gauß auf die Stufenform bringen sollt, wahrscheinlich immer unten links. Ich habe in anderen Videos deutlich gemacht, was ihr machen könnt, falls hier oben mal eine Null steht mit einem Zeilentausch. Alles in der Playlist, Gleichungssysteme lösen, LGS lösen, Gauß-Algorithmus zu finden. Ihr könnt diese Stufenform auch unten, in Anführungsstrichen, unten rechts in die Ecke bringen. Oben rechts, oben links. Aber nochmal für diesen Fall jetzt. Auch vollkommen egal, wenn ihr es in dem System geschrieben habt, Striche drumherum oder die Buchstaben hier x1, x2, x3 oder abc weggelassen, in Matrixform geschrieben oder von mir aus noch römisch 1, 2, 3 davor. Alles geklärt für jede Rubrik, was dabei. Mir geht es jetzt darum, dass ihr auf jeden Fall, das wäre das erste Bild, dann kommt das zweite Bild, so nenne ich es mal, dann kommt das dritte Bild und ihr seid fertig. Punkt, Ende und aus. Immer. Was sollte passieren? Ich rechne es jetzt nicht alles einzeln durch, das habe ich in den anderen Videos in der Playlist, wie gesagt, zu finden gemacht. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist ja, wenn ihr es unten links in die Stufenform bringen müsst, im ersten Schritt auf dieses Bild, hier soll eine 0 hin und hier soll eine 0 hin. Dann wird im nächsten Schritt hier etwas stehen, hier etwas stehen, hier etwas stehen und hier, denn die erste Reihe übernehme ich ja immer. Das wird auch beim nächsten schon so sein. Bei den nächsten beiden wird hier jetzt hier die Null stehen. Hier wird was stehen. Ich hoffe, ich darf das so machen. Viele kriegen dann immer einen Augenkrampf, aber wenn ihr es einzeln nachrechnet, ist es ganz entspannt. Und dann kommt der letzte Schritt, nämlich hier noch die Null hinzubringen. Da ist ja die einzige Notiz, bitte nur noch mit den beiden, in Anführungsstrichen, mit den beiden rechnen. Diese zweite werde ich so übernehmen. Ups. Und dann bei der letzten taucht dann auf 0, 0. Und dann seid ihr hinten dann nur bei der Interpretation, hinten also hier unten, ob dann eben eine Lösung, mehrere Lösungen oder keine Lösung rauskommt. Und ich habe Beispiele dafür gerechnet. Nochmal sei es gesagt in den Videos, mir geht es jetzt hier in dem Video darum, dass es wirklich immer in diesen drei Bildern fertig ist. Ihr müsst also jetzt nicht sagen, ich nehme die zweite Reihe erstmal mal 2, damit hier eine 2 und hier eine 2 steht. Dann schreibe ich alles nochmal hin. Dann ziehe ich erst ab. Dann nehme ich die hier mal 3, weil dann hier eine 6 steht und hier eine 6 steht und ich schreibe wieder alles hin. Ich kann ja nur, um es kurz anzureißen, wie komme ich hier auf eine 0? Hier steht eine 1 davor. Wenn ich diese Reihe mit 2 multipliziere, nichts anderes heißt das ja, dann würde hier 2x1 stehen. Und wenn ich dann minus 1 rechne, dann würde hier 2 mal 1x1 ist 2x1, minus 2x1 weg, eine 0 auftauchen, dann müsst ihr nur durchrechnen. Genauso hier jetzt, ich kann doch dann hier einfach hinschreiben, das mal 3, das wäre römisch 1 mal 3, die Reihenfolge ist egal, dann würde hier 6x1 in Gedanken stehen, minus römisch 3, minus 6x1, dann würde hier 0 auftauchen. Dazu, wie gesagt, schaut euch ein Beispiel einzeln an. Wenn ihr dann hier seid, bei diesem Bild, dann kommt einfach der letzte Schritt und den schreibe ich dann hier hin und bin durch. Immer. Und wenn es vier Reihen gibt und vier Unbekannte, dann habe ich dazu auch ein Beispiel gemacht, wie ihr auch in wenigen Tafelbildern schnell, easy und einfach entspannt fertig seid. Also, kein Matheverdruss oder Mathehass auf den Gauss-Algorithmus. Er kann ganz schlank, schnell und easy vollbracht sein.